Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Driver Parallel Lines auf dem Konfkanal. Ja, nach 2-3 Tagen Pause ohne Aufnahme habe ich jetzt keine Ahnung, was ich tun soll. Ich glaube, wir mussten in irgendeiner Mission irgendjemanden entführen und stuff. Erstmal hier schön ausrüsten mit unseren neuen Waffen. Bisschen Uzi-Munition wieder, schöne AK. Die rüsten wir mal vorsichtshalber gleich auf Platz 1 aus. Und dann finde ich nicht aus dem Haus heraus. Schön. Gut. Wir schauen mal auf unsere World Map. Ach stimmt, hier hinten im Polizeirondell, wo immer die Polizei unterwegs ist, haben wir die Mission. Ach, Weihnachtsgeschenk. Stimmt, wir haben jetzt eine Weihnachtsfolge. Ja, schauen wir mal an, was uns erwartet. Du musst diesmal zum Flughafen fahren. Die Kolumbianer haben einen Begleitwagen auf einem gesicherten Parkplatz stehen. Vorn ist das Teil bestimmt stark gesichert. Da werden Typen mit Knarren rummarschieren. Du schleichst dich da rein, klaust den Wagen und fährst damit zu Phoenix Autos, wo Bischofs Kumpel der Karre eine Zusatzausstattung verpasst. Eine, die es in sich hat. Dann parkst du das Teil wieder am Flughafen, pronto, ohne die leiseste Schramme. Wenn auch nur einer was merkt, war das Ganze für einen Arsch. Okay, klingt nicht ganz einfach. Schleich dich auf den gesicherten Parkplatz, klau das Bodyguard-Auto, lass die Bombe anbringen, bring das Auto unbemerkt zurück und fahr ihn dabei nicht zu Schrott. Unbemerkt und keine Schramme. Mal schauen, ob das was für uns ist. Du bleibst mal stehen hier mit deinem Auto. Bleibst du mal stehen mit deinem Auto. Hallo. Und jetzt einsteigen. Dankeschön. Geht doch. So, okay, wie kommen wir an den Stern da oben ran? Ist das da ein Parkhaus? Da müssen wir bestimmt da runterspringen irgendwie. Okay, Mike hier. Starten wir unser Weihnachtsgeschenk. Hopp, auf geht's. Okay, in dieses betreffende Parkhaus geht's wohl jetzt rein. Und ganz oben steht das Bodyguard-Auto. Ich muss mal meinen Bauch füttern. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass das alles auf Zeit geht. Okay, das zumindest noch nicht, aber zumindest das zurückbringen oder so. Ja, gerade eben haben die uns da so ein paar Schanzen angezeigt, die auf das Dach des Parkhauses führen. Da wir ja unbemerkt reinkommen sollen und gesagt wurde, vorne ist alles sicher bewacht, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir diese Schanzen benutzen müssen. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wo es zu den Schanzen hochgeht. Okay, hier ist schon eine. Also muss das Ganze irgendwie noch weiter vorne starten. Hier, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl ich auf die gleiche Lautstärkestufe immer stehen habe, dass das irgendwie ein bisschen laut ist. Ich habe jetzt mal eine Stufe niedriger geschalten. Okay, und hier brauche ich mehr schon. So, mal irgendwelche Trailfahrten hier. Aber mit dem Auto ist das irgendwie ein bisschen einfacher als mit dem Motorrad. Ne, das war nicht so richtig, ne? Scheiße. So, gibt ja auch überhaupt keinen Sinn, da führt überhaupt nichts da hoch. Okay, gut, das war jetzt nicht so intelligent. Ups. So, schauen wir uns das Ganze vielleicht nochmal. Hier ist auch nichts. So, hier komme ich ja jetzt bestimmt nicht einfach so rein. Anders wie reinkommen. Genau. Das finden die nicht so cool, wenn ich von da komme. Aber es muss doch eigentlich schon irgendwie mit der Schanze zu tun haben, weil die haben das doch extra in der Cutscene gezeigt. Und ach, hier ist noch eine Schanze. Ich muss irgendwie da hoch noch kommen. Okay. Gut, machen wir das Ganze nochmal. Und dann komme ich auch an den Stern, der da oben ist. Ich muss einmal... Ich bin da vorne einfach zu weit gefahren. Ich darf da nicht drüber springen. So, und jetzt langsam nicht springen, sondern hier rüber. Genau. Dann hier rüber. Und dann da aufs Parkdeck. 11 von 50 gesammelte Wertmarken. Sehr schön. Und wir lassen es einfach mal unser Auto hier stehen. Kommen wir mit dem dann auch da unten eigentlich ganz normal raus? Müsste ja, ne? Dieser Wagen hat eine Erlaubnis. Ja,
Genau deshalb, und wir haben 6 Minuten Zeit. Geht das hier gleich runter? Ne. Wir müssen jetzt erstmal zu Phoenix Autos. Müssen wir das in den 6 Minuten auch wieder schön zurückgebracht haben, das Auto. Mal gucken. Kommt mir im ersten Moment ein bisschen knapp vor das Zeitlimit. Okay. Okay, okay, okay. Na, schauen wir mal. Schön gemütlich durch die Schranke. Genau. Und auch am besten irgendwie nicht da vorne mal von der Polizei erwischen lassen oder so. Das wäre nicht so cool. Langsam, vorsichtig. Ich bin ganz lieb. Ich bin ein ganz braver Junge. Der falsch fährt. Shit. Auf Zeit schnell fahren und dann auch noch langsam ohne Schramm oder so. Das ist ja... meine Güte. Ich hoffe mal, es bleibt dabei, dass in Missionen nicht so viel Polizei unterwegs ist. So, dann kann man wenigstens ein bisschen aufs Gas drücken. Muss man eben bloß aufpassen, dass man jetzt am besten auch schon keine Schramme reinfährt. Ich weiß nicht, ob ich das dann selbst bezahlen muss oder ob die Mission dann gleich für den Arsch ist. Weil ich habe kein Geld. So. Lass mich mal vorbei. Da vorne kommt auch schon wieder Polizei. Das reimt sich, eieiei. Ich hoffe mal, die kacken mich jetzt nicht an, weil ich hier die überhole. Scheiße, sie kacken mich an. Okay, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Ich habe sowieso nicht ewig Zeit für den Job. Also, ich denke mal, das ist das Gesamtzeitlimit. Und dann müsste ich bei 3 Minuten dann mich ja schon wieder auf den Rückweg begeben. Und bis zu den 3 Minuten ist es nicht mehr so viel. Ich hoffe mal, das macht nichts, wenn man irgendwie den gesuchten Status auf dem Auto hat. Und wenn man das dann auch da hochfährt, dass das nicht ganz so schlimm ist. So, jetzt die Kurve rum und dann rechts. Okay, ich denke, das könnte noch knapp werden mit dem Zeitlimit. Davon ist auch die Polizei, aber da wir ja eh schon den Fahndungsstatus haben, ist das ja egal. Da können wir auch vorbeirasen. So, können wir auch noch ein paar Menschen mitnehmen hier. Das ist nicht so schlimm. So, zack, vorbei. Hier kann ich nicht abkürzen hier durch, okay. Hier ist aber eine kleine Gasse. Ist bloß blöd, falls ich die Polizei verlieren muss, um in die Garage reinzufahren. So, kommt. Verliert mich aus dem Blickfeld, Polizei. Kommt mir nicht so nahe. Scheiße, 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 scheiße. Haut ab. So den Typen. Fahr einfach durch, Kumpel. So einen Job machen wir doch mit links. Wieso habe ich auf einmal jetzt weniger Zeit? Ich hatte doch gerade nur über 3 Minuten. Glaube ich. Und jetzt ohne Schramme zurück. Ich habe aber keine Zeit. Doch. Aber habe wieder ein neues Zeitlimit. Jetzt sind es wieder 6 Minuten. Okay, dann ist gut. Auch kein Fahndungsstatus mehr, dann können wir das jetzt eigentlich ganz entspannt angehen. Ich dachte, das 6 Minuten Zeitlimit zählt für die komplette Mission. Aber dann, ich hoffe mal, das zählt hier nicht, wenn ich hier durchmache, unbedingt als Schramme. Aber gut, ich glaube, Schramme ist nicht so schlimm, weil wir haben ja da oben die Lebensanzeige. Ich darf es bloß nicht zerstören. Eine Schramme ist okay, aber nicht kaputt machen. So, na, wenn man 6 Minuten Gesamtlimit ist, dann ist es ja ganz entspannt. Also ich muss sagen, bisher kam es mir so vor, als ob die Zeitlimits ganz lieb eigentlich sind. Recht entspannt. Nicht so streng. Was mir auch ein bisschen entgegenkommt. Weil ich hasse Zeitdruckmissionen. Und ich glaube, die meisten würde das ja auch so gehen. Oh, es ist auch so viel unterwegs hier, meine Güte. Und wenn man weiß, okay, die Zeitlimits sind großzügig gesetzt, dann hat man nicht ganz so den Druck. So.
Ist aber auch gerade hier viel unterwegs. Das sind eingestellt. Meine Güte, du, ey. Ist ja gerade Rush Hour oder wie? Ich meine, gut, das ist New York, ne? Aber so Schramme, egal. Das geht mir schon leicht auf den Keks, muss ich gestehen. Wir werden mal da vorne wieder durch die Gasse fahren. So. Rutscht mal. Ich muss hier durch. So, nee, das macht eigentlich auch keinen Damage am Auto. Es sei denn, es verhakt sich jetzt irgendwas unter meinem Auto und ich überschlage mich dann. Das wäre nicht so cool. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt. So, jetzt möglichst auch keinen Menschen überfahren. Hier ist die Polizei. So, ganz artig, fein, langsam. Ist nicht mehr weit. Und wir haben noch über die Hälfte des Zeitlimits. Man hat ja aber auch null Gelegenheit, mal irgendwie zu überholen oder so. Wenn jetzt keine Polizei da ist, scheiße ich drauf und fahr auf den Bürgersteig. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid, 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 und tut mir leid. So, freie Bahn. So, da geht's auch gleich in das Rondell wieder rein. Die nächste dann noch links. Und dann sind wir schon vom Parkhaus. Und das da hochfahren müssten wir auch noch hinkriegen. Und dann erleben die Bodyguards, vermutlich von denen, den wir da entführen sollen, in diesem Missionsstrang, eine kleine explosive Überraschung. Aber die Autos, die sind auch alle mega lahm unterwegs, ey. Die fahren mal alle höchstens 20 oder so. Vielen Dank auch. Grüße. So. Hier? Ne, hier geht's hoch, ne, genau. So. So eine Mission mit Bombe einbringen und so gab's ja auch relativ zeitig schon bei GTA 3. Mike Lips letzte Lasagne hieß die, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. So. Das Auto ist rechtzeitig zurück, jetzt nichts wie weg. Okay, hier steht ein Fluchtwagen bereit. Zwar nicht meiner, aber okay. Und zwangsläufig nimmt man hier in der Mission schon seinen zweiten Stern mit. Ja. Den erwischen wir. 12,50 gesammelten Wertmarken. Job erledigt. Bombe platziert. Gibt's noch eine kleine Cutscene? Ja, gibt's. Hier ist mein Plan für die Entführung. Martinez, der Kolumbianer, lebt hier in Jersey und dealt, was das Zeug hält. Er erwartet eine Flugzeugladung mit Koks und irgendwann in den nächsten 2 Tagen steigt er in seine Limo und fährt zum Flughafen. Hier. Aber da wird er nicht ankommen, dafür werden wir schon sorgen. Martinez fährt immer im Konvoi und mit seinen Gorillas im Schlepptau. TK wird den Konvoi für uns verfolgen und helfen, ihn zu zerlegen. Er zündet die Bomben, die er an einem der Begleitwagen und an der Plakatwand angebracht hat. 2 weitere Explosionen auf den Gleisen der L-Bahn, hier, und beim Treibstofftank, hier, werden den Konvoi umleiten, hierher. Wir positionieren LKWs an beiden Seiten, hier und hier. Und fertig ist unser hübsches Schlachtfeld. Und von den Dächern macht ihr denen dann die Hölle heiß. Ich heuer noch ein paar Helfer an, dann haben wir die nötige Feuerkraft. TK, du holst die Limousine da raus und bringst Martinez zu dieser Lagerhalle. Eine Sache noch, ein neues Gerät. Für Sondereinheiten, neueste Technologie, Leute. Jedes Teil wiegt unter 5 Kilo. Damit bin ich immer in eurer Nähe, sitze quasi direkt bei euch auf eurem Schoß. Ihr müsst nur einschalten und schön aufpassen. Ich sag euch, was ihr tun müsst, wenn es soweit ist. Und wir können damit die Kolumbianer abhören. Also, Kleiner, sobald ich dich über dieses Funkgerät rufe, lässt du alles stehen und liegen, bewegst deinen Arsch nach Jersey und hängst dich an diesen Kanacken. Neueste Technologie, jedes Funkgerät wiegt nur unter 5 Kilo, na, wenn das mal nichts ist. Das sind ja heiße Erfolgsaussichten hier. Ja, der Plan klingt groß, der Plan. Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen, ja, seichter vielleicht. Nicht ganz so explosiv, nicht ganz so groß eben, aber okay. Ich bin mal gespannt, ob wir das so hinkriegen, ob wir das auch im nächsten Part schon so hinkriegen. Die Mission startet genau vor unserer Haustür und heißt ganz klassisch Entführung. Nicht viel Schnickschnack außenrum. Mal schauen, was die Mission an sich dann zu bieten hat. Ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Part wieder mit dabei, wenn wir uns dann mal an die Entführung von diesem netten Herrn Martinez
ransetzen werden. Bis dann.